Hallo und willkommen zurück zum Tigern. Minus 15 Schauer, plus 10 Stress schauen. Das ist sehr selten ein robuster Ring. Mittel. Tötet den Nekromantenlehrling. Das wär's da. Das wär's, ne? Das wär so ein nächster Auftrag. Nur für unsere Truppe hier ist ja immerhin noch Stufe 1. Was? Was soll ich denn? Kinderkram führst du nicht? Wen haben wir denn hier als Führungspersönlichkeit? Walküre? Was willst denn du hier? Dich will ich nicht. Ach, du willst... Das ist ja toll, ne? Die haben so ein bisschen ein Eigenleben. Die wollen gar nicht so einen Kinderkram hier. Aber mit Walküre? Puh! Mit Walküre hier? Alrik, du bist ja böse. Das finde ich eben schön, ne, dieses Eigenleben. Ja, bräuchten wir das so einen grauen Wolf, ne? Um ehrlich zu sein. So ein Hundeführer. War da nicht einer drin? Da war einer, ein Hundemeister. Wir nehmen wieder einen. Wisst ihr das? A lawman and his faithful beast. A bond forged by battle and bloodshed. Ja, wir haben einen neuen in der Gruppe. Und der heißt natürlich Alter Bär. Perfekt. Verheerender Pfiff. Interesting, interesting, interesting. So. Dann haben wir jetzt einen Hundeführer noch dabei. Die Frage ist allerdings, nehmen wir den mit, ne? Xenia. Ah, die ist ja, ne? Die ist ja... Ja, wir müssen den sogar mitnehmen. So. Ja, aber die Frage ist, ob wir hier jetzt in das mittlere Ding da reingehen. Ach, warum nicht, ne? Stufe 1. Ach komm, wir probieren's. Mit Feuerholz. So, passt auf. Da brauchen wir 10 Nahrung, auf alle Fälle. Wir brauchen aber hier... Oh Gott, nee, das schaffen wir nie. Kommen wir wieder zurück? Ach komm, wir probieren's. Oh, das wird übel, oder? A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Wir haben sowas von gar keine Chance. Wisst ihr das? Dass wir sowas von gar keine Chance haben? Wer ist denn eigentlich unser Meisterfallen? Oh, danke. Sag mal, bist du lichtempfindlich? Natürlich, ganz klar. Aha. Aha. Verstehe ich. So, das war der erste Raum. Dann kommen wir zum zweiten. Mit einem Kampf und einer Kuriosität. Den Kampf könnten wir eventuell noch für uns entscheiden. Was ist denn das hier? Ziel markieren. Müssen wir mal schauen, was das bedeutet. Ne? Das ist das wie beim anderen, wo der den zeichnet, ne? Alles klaro. Okay. Oh, die machen zu viel Schaden, sehe ich gerade. Die machen recht viel unbetäubt. Ist natürlich schlecht. Und immer natürlich auf dem Hundemeister, ne? Den haben wir ja gerade rein, ne? Ist ja nicht so, ne? Ist ja nicht so. Maxi. Super. Gemacht. Und dann geh mal durch die Reihen. Pflüg mal. Einmal durch die Reihen durch. Ghoulish horrors.
brought low and driven into the mud. Was haben wir denn hier? Eine Urne. Mit einer sentimentalen Erinnerung. Oh, oh, oh ja. Hm. So, jetzt müssen wir auf alle Fälle trotzdem mal. Ah, nee. Die Bolzen. Und natürlich wieder auf unseren. Na. So, ja, mach natürlich. Klar. Hm, wartet, wir gehen gleich auf ihn hier. Natürlich. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Wartet mal. Du musst natürlich Joanna heilen. Das ist schön. So, du gehst durch die Bande wieder durch. Mhm. Du wirst leider dabei geschwächt. Aber, dann müssen wir durch. Das war nicht schlecht. Also, das davor, dass der ausgewichen ist. So, versuch nochmal mit deinem Hund durchzukommen. Confidence surges as the enemy crumbles. Mhm. So, pass auf. Wir machen beide das. As the fiend falls, schade. Oh, das ist gut. Oh, das hätte uns schon ein paar Mal... Hätte uns das was kosten können. Mhm. Ja, mach nochmal das. Dann kommt der nämlich nach vorne. Ja, nicht ganz, aber was soll's? Was soll's? So, du, ja, du machst nochmal das. Ah, schade. Aber dann kommt der wenigstens hier vor. Und dann könnten wir... Wartet mal, wie viel war das? 1 bis 3, ja. Oh, nee! Oh, Mist. Das ist... Den erstmal weg. Bayonettenhieb. Ja, ja. Das ist schlecht. Bayonettenhieb ist schlecht. Oh, das könntest du wirklich öfter mal raushauen. So einen könntest du echt öfter raushauen. Ja, ausgewichen, klar. So, dann hau mal deinen Hund hier hin. Oh ja. Oh ja. Aber er darf wahrscheinlich nochmal. Nee, warte, da machen wir natürlich das hier. Dann hat Joanna den... Na, zum Schluss und bekommt ein bisschen Stress abgebaut. Seize this momentum. Push on to the task's end. Okay. Puh. Nun ja. Nun ja, dann... Dann dient er nur dekorativen Zwecken. So, wir können jetzt so und so... Ich würde sagen, weil wir ja... ein bisschen unter Zeitdruck hier stehen mit Fackeln, gehen wir gleich darüber. Oh nein! Ancient traps lie in wait. Warum haben wir denn hier nichts gesehen? Thirsting for blood. Hm. Erbstücke sind gut. Wir bräuchten aber eher so Urkunden. Das wäre toll. Okay, nächster Raum. Müssen wir uns entscheiden. Am besten gleich hier rüber, oder? Wir lassen mal da unten... Oh, da ist ein Schatz. Hm. Die Entscheidung. Ach, Entscheidung, Entscheidung. Ah, okay. Die Goldgier der Grube hat gesiegt. Goldgier der Grube hat echt gesiegt. Ne? Wahnsinn, ne? Was soll ich sagen? Ich sag's nicht gerne, aber so, so ist unsere Gruppe einfach aufgestellt. Ne? So, wir versuchen mal gleich nach hinten. Nett. Bluten ist gut, mein Freund. Jo, das können wir ab. Aber er keucht schon. Ja, das ist Stresslevel, ne? Ja, wir machen mal Gruppenheilung. Die war nicht schlecht. Joey, ne? Ich bin sehr begeistert in diesem Run hier. Von dir. Ich habe es jetzt wahrscheinlich beschrien. Aber momentan bin ich sehr begeistert. So, da blutet unser...
Maxi vor sich hin. Tschick. Ja, warte mal, Maxi, ehe du weiter vor dich hin blutest. So, kannst du eigentlich schon hier... Ging vielleicht, ne? Nicht ganz. Aber fast. So, wir machen gleich mal die Fackel an. This expedition at least promises success. Das könnte, eventuell könntet ihr da recht haben. Aber wir haben noch einen langen, langen Weg vor uns. Ich sag's, wie es ist. Wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns. So, die sind wieder hier gefährlich. Okay, los geht's. Das war gut, das aber... Oh, das wird jetzt übler, ne? So, dann du bekommst eine Spezialheilung. Eine Spezialheilung? Spezial. Nett. Hätten wir einen schon dahin. Aber wieder geschwächt, ne? Das ist das Doofe dabei. So, oh, das wäre so schön. Ja, das war mir klar. Das war mir so klar. Das wäre so schön gewesen. Ja, den hätten wir uns sparen können. Immerhin sind wir auch ausgewichen. Ja, gleich 8. 8 ist natürlich eine Gewalt. So, probier's nochmal. Danke. Bringen wir die Jagd zu Ende. Wir machen nochmal so eine Gruppenheilung. Das hat mir vorhin gefallen. Joena wird langsam, ne? Wird langsam zu einer Heilerin. Sag's. Ich sag's nicht ungern. Wumm. Hättest mal einen kritischen rausjagen können. Sehr schön. Ausweichen ist immer gut. Zurzeit schlagen sie sich nicht schlecht. Schrei ich's jetzt? Aber zurzeit schlagen sie sich echt nicht schlecht. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Nein! Ja. Subi. So. Hat uns wieder viel gebracht. Sieht gut aus. Was sind das hier? Was bedeutet das? Kuriositäten im Raum. Aha. So, pass auf, mein Freund. Wir brauchen deine unstillbare... Genau. Deine Unfehlbarkeit im Fallen erschnüffeln. So, was haben wir hier? Ja, was haben wir denn hier? Der Inhalt des Sacks gehört mir. Okay. Ach so, halt. Wir müssen. Ja, ich weiß. Ah! Ja, langsam gehen uns die Fackeln aus. Blöd genug ist es, ne? Das ist natürlich jetzt total schade. Sag ich mal. Äußerst schade. So, du hierhin. Oh, triff's mal. Auch nicht das Schlechteste. Mach noch mal die Gruppenheilung. Ah, 3 wäre mir lieber gewesen. Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. So. Du. Impressive. Oh, impressive. Impressive. Sehr impressed. Ich bin wirklich impressed von unserer Walküre. Hätte ich ihr jetzt mit ihren ganzen Ticks... Hätte ich das ihr gar nicht zugetragen. Ja, die hat aber auch hier einiges, ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Wir müssten die mal von ihren Ticks befreien. Das wäre nicht so schlecht. Verfehlt! Das Messer aus der Dunkelheit! Heraus! Super! Da kommt der Hund angesprungen. Und... ne, wir machen nochmal Gruppenheilung. Ach, wir könnten ja auch mal... Wartet mal, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen mal eine kurze Rast. Na? Ah! Schade, jetzt darf ich nochmal, ne? Oh, man. Ja, ja. Gibt natürlich nochmal Stress. In der Gruppe. So, wir machen jetzt mal eine Rast.
success so clearly in view? Ja, das, or is it merely a trick of the light? Ja, wir könnten hier die Schaufel rauswerfen. Was soll's? Und lieber muss ein Widerstand hier rein und sehr schön. So, wir werden mal beim Feuer uns erholen. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was wir hier überhaupt machen müssen. Zuerst mal ist ja blöd, oder? 8 wäre toll. Aber ich weiß nicht, ob wir nochmal... Das habe ich natürlich jetzt keine Ahnung. So, wir verwenden jetzt mal. Was haben wir denn? Valkyrie kann Stress um 30 lindern. Das ist nicht schlecht, das Feiern. Stärkend. Wir feiern. So. Wie viel kann ich? Was, ich kann 9? Ich kann 9 mal irgendwas machen, ist das richtig? Nee, ne? Glaub nicht. So, was kann ich nochmal? Banditengespür. Oh, das ist nicht schlecht. Heilung um 15%. Blutung des Ziels wird entfernt, haben wir nicht. Das hier gefällt mir, aber wir schauen nochmal weiter. Das finde ich ja toll, ne? Da diese Option hier bei der Rast, ne? Ist ja wirklich schön gemacht. Stress gelindert. Ja, hier ist auch wieder das, ne? Verhindert nächtliche Hinterhalte. Schön. Wollen wir das mal machen mit diesen nächtlichen Hinterhalten? Hä? Und? Ach, das ist nur auf ihn. Ah, okay. Erholung 5. Ach, nee. Okay. Ach, Zeitkosten 3. Ach so. Ja, okay, ich hab's verstanden. Ich hab's echt jetzt verstanden. So. Ein Gefährte. Alle Gefährten. Wenn gläubig, Stress. Wenn nicht gläubig, Stress. Oh, das will ich. So, dann haben wir noch 1. Aber ich glaube nicht, dass wir noch irgendwo... Ne. Dann ruhen. Dieser Ort ist grauenerregend. Ich fühle mich entspannt. Kann jemand von euch singen? In Radiance may we find victory. Na, wollen wir mal schauen. So, weiter geht's. Seid ihr jetzt alle ein bisschen frohgemuter? Wir haben gesoffen. Wir haben gesoffen? Oh ne, da kann man gar nicht erst dran. Oh, ne? Ach, du gehst trotzdem ran. Egal wie. Ja, von mir aus. Solange nichts passiert. Ich kam aus dem Nichts, aber ich werde nicht wieder ins Nichts enden. Ja, Verschlussmechanismus ist gesichert. Das ist schlecht. Na gut. Das war jetzt nicht so... Oh, jetzt in meinem Folterkeller gelandet. Okay, aber die Truppe, ne, die hat einiges. Achso, dann frag dich mal, wie das funktioniert. Na los. Eine Karte, sehr schön. Na, da haben wir natürlich den Raumkampf. Klar. Was haben wir denn hier hinten? Ja, da hätten wir nochmal hin. Werden wir gleich die erkunden. Aber ich will nicht... Wir haben zu wenig Fackeln und alles, ne. Nützt ja nix. Warte mal, Stress. Wir wollen mal gar nicht so viel Stress verbreiten. Oh, hab ich nicht gesehen. Wollen wir gar nicht so viel Stress verbreiten hier? So, auf geht's zum nächsten Kampf. Ziel markieren.
Ich markiere mal dich. Denn der kann echt übel sein. So, wir gehen natürlich wieder. Auch wenn das den schwächt, bringt das doch immer reichlich Vorteile. Können wir mit leben. So, dann dein Streuschuss. Ah, das sind natürlich Dinge, ne? Das sind natürlich Dinge. Hauptsache ausweichen ist gut. Da kann ich mit leben. Na, super. Hat es geklappt. Aber immerhin betäubt. Oh, warum nicht? Ein nächtlicher Schlag macht uns nicht viel aus. Und die Kelch der Kirche. Nehmen wir hin. So, dann... ne, mach mal lieber ihn hier. Der freut sich. Unser alter Bär. Doch, wir machen nochmal Streuschuss. So, der ist betäubt. Sehr schön. Den Wolf. Obwohl der uns natürlich hier total, ne, aber was soll's. Masterfully executed. Oh, sehr schön. Das hat uns echt gut Stress genommen, ne? Oh, die Gruppe kommt hier bei dem ganz gut durch, muss ich sagen, ne? Warte mal, dann machen wir lieber den Streuschuss. Holen den eins vor, auch wenn der nicht trifft. Und dann können wir nämlich einfach so dann drauf, ne? Wollen wir den noch zeichnen? Nö. Ich sehe es gerade. Kannst du den eigentlich schon? 1 bis 3. Vielleicht. Nee. Ja, es wird. Aber du betäubst. Hm. Na dann. Dann war das recht nett in dem Kampf hier. Also ich habe schon. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Warte mal, dann machen wir es so. Widerstand. Warte mal. Mach mal Widerstand. Ja, aber wir, ne? Mach mal du. So, und dann kann man das auch mitnehmen. Das ist schlecht, wenn du über Sterblichkeit sinnierst. Du hast doch schon genug. Kann man das jetzt noch scrollen, oder wie viel hast denn du hier? Was? Plus bei LP und... Na gut, das geht noch. So, und auf jetzt in die letzte Kammer. Und das wird nochmal hart. Denn wir müssen gegen einen Nekromantenlehrling ins Felde ziehen. Was haben wir denn hier? Na, was haben wir denn hier? Heute. Aha. Ah. Ja, da hätte man dann doch vielleicht diesen Stressschaden dort sinken können, ne? Hm. Weil ich sehe gerade, die sind dann doch nicht mehr hungrig. So, natürlich wieder den Streuschuss zum... Ja. Kennen wir ja. Der war nicht übel. Der war super, super. Wartet mal kurz. Wartet mal. 1. Geh mal auf den da hinten. Zack. So. Müssen wir durch. Ausgewichen. Toll. Toll. So. Und nun? Zurzeit läuft das irgendwie ganz gut mit der... Ah, ich hab's beschrien. Ich hab's beschrien! Warte mal, du... haust mal den zu frei. Und dann kannst du einen Schuss auf ihn hier setzen. Nett. Nett. A trifling victory. But a victory nonetheless. Victory is victory. So, jetzt kommen wir zum Kampf der Kämpfe. Oh oh. Fierce. Oh oh oh. Nightmare made. Oh. Ah. Jetzt geht schon gut los. Puh. So, wir beschützen Joanna vor allen Gefahren. Heilen den alten Bären.
Und jetzt geht's rund hier. Die Frage ist... 105! Wie viel hast du? 3 bis 4 reicht nicht. Ich würde trotzdem erstmal den... Ah, schade. Schade eigentlich. Devastating blow. 100 für 100. Das wird echt. Da hat er schon wieder einen da. Das wird echt übel. Abscheuliche Höllenwesen. Genau, mal dich selbst. Ja, blöd genug ist es hier. 3 bis 5. Was kannst du denn überhaupt hier? Mach mal das hier, damit du ein bisschen, ne? Ein bisschen an Stärke gewinnst. So, und ja, 3 bis 6, 3 bis 5. Wie viel kriegst du denn überhaupt hier weg? Okay. Was begreift der jetzt? Uns. Oh, 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 oh. Muss denn das alles in tiefster Finsternis enden? Ja, wer weiß das schon. Wir markieren jetzt erstmal ihn. Und schwächen ihn somit, ne? Und hauen mal... Oh, ein 13 raus. Danke. So. Grey Wolf mal erhöhen. Genau. So, und dich. Ja, wir müssen immer auf den da vorne mal ein bisschen mit drauf achten, ne? Auch wenn wir besser eigentlich den da hier, weil der macht ja immer zu wieder einen neuen. Ist natürlich die Frage, ne? Was machen wir? 84 haben wir das. Und unsere ist schon paranoid. The walls close in. The shadows whisper of conspiracy. Na, los geht's. 18 haut er raus. Nett. 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 Very nett. So, du wirst erstmal dich holen. Danke, Joanna. Den Vorsichtigen gehört die Welt. Jetzt verstehe ich warum. Jo, warum nicht? Auch wenn du das von dir aus gemacht hast. Ist schlecht. Oh, hör doch auf mit eurem Stress hier. Sie wurden von den Ältesten geschickt, uns zu vernichten. Ah, unmasochistisch, unser alter Bier. Those who covered injury find it in no short supply. Oh, das sind schon 2 und der wird immer weiter nach hinten gebolbelt. Mist. Aber immerhin blutet er, ne? Immerhin blutet. Ne, wir müssen hier. Wir müssen hier draufhalten. Sie haben unsere Väter aufgenommen. Das Back. Es bekommt Verstärkung. Ich weiß. Ich weiß. Das ist echt übel. Dieser Nekromant. Er ist so übel. Gruppenheil. Nein! Achso. Na gut. Können wir noch ab. Obwohl, es wäre schön, wenn du ein bisschen Heilung gehabt hättest. Ja, du mit deinem blöden Begraben. Tut unser Stresslevel voll nach oben bringen, ne? Je länger das hier anhält. Obwohl, wir... Sind wir eigentlich noch gestärkt? Nee, ne? Wir hätten noch mal so einen Stärkungsschuss. Der hat kritisch ganz gut rausgehauen. Zeichne den da hinten nochmal. Blutig ist gut. Wir müssen trotzdem mal schauen, dass wir den da... Ja. Dass wir unsere Valkyrie ein bisschen höher ziehen. Ja, das ist nicht schön, ich weiß. 6. 1 bis 2 nur Schaden. Das ist recht wie... Oh, die macht eh sehr wenig Schaden zurzeit. Kampfschwächung.
Warum nicht? Ne? Was machst du jetzt? 3 bis 4. Aha. 4 bis 8. Aha. Nett. Reicht noch nicht. Reicht noch nicht. Ja, können unsere Furcht trinken und Max wird auf die Probe gestellt. The bulwarks of the mind have fallen. Ja, ich weiß. Aber wir müssen weitermachen. Er hat noch 21, mein Freund. 21. Ah, schade. Schade. 21. Max ist unsere letzte Chance hier. Oder natürlich der Hund. Der Hund macht natürlich auch Schaden. Ne? Das muss man jetzt mal bedenken. Komm, wir müssen den Necromancer hier... Das war die Warterei schon wert. Wartet mal, wir müssen unseren Max... Ah, geht nicht. Blöd genug ist es, ne? Ja, dann unseren... alten Bär. Gut, Joanna. Gut, gut, gut. So, was macht er jetzt? Die kratzen die Toten. Oh, die kratzen ganz schön. Bei den Göttern! Es wimmelt hier nur so von den Widerlingen! Ja, verstümmelt. Verstümmeln wir unsere Gliedermaßen wie einst die tapferen Kriegers. Nein, Joanna! Madness. Irrsinn. Sublimity of the intelligence. Ah, nee. Oh, nee, nee. Zack. Wie viel hast denn du noch? 5? Warte, da. Jetzt haben wir noch einen Hund. With no living sinew to actuate them, will these walking bones finally fail? Vielleicht. Jetzt. Wir. Nein, nein, nimm stattdessen mich. Ich habe gesündigt. Warte doch mal, Joanna. Wir sind jetzt... Joanna, die Hoffnung steigt. Joanna, glaub mir. Wir kommen aus diesen Gemäuern heraus. Lebendig, alle. Ich führe euch heraus. Oh, 1 bis 2. Blöd. 1 bis... Obwohl... Ah. Zu schön. Zu schön. So, na dann. So. Ja. Oh, was machst denn du da vorne? Schuss aus nächster Nähe. Oh, wartet mal. Nett. So, dann kannst du... 3 bis 6. Schade. Schuss aus nächster Nähe. Mhm. Kriechen wir hin? Meine Güte, schwitzen und angespannt. Gefällst du mir richtig gut, Valkyrie? Sie sind vom dunklen Geist besessen. Vielleicht. Da wäre es noch einer. Und den nehmen wir mit unserer Joanna. Danke, Gruppe. Das war ein Kampf, oder? As victories mount, so too will resistance. Das war ein Kampf. Das nehmen wir auf alle Fälle noch mit. Lass mich ein bisschen. The match is struck. A blazing star is born. Juhu! Da nehme ich doch eine Überlänge gerne hin, ne? Das hat uns einiges beschert. Mal schauen, wie viel das uns hier beschert hat. Von denen bitte nix, ne? Ist ja zum Verrückt. Oder doch? Na, ein paar. Aber hier, mit den Urkunden sind sie immer ein bisschen geizig, oder? Max ist auf Stufe 3. Japs. Nächster auf Stufe 3. Sehr schön. Gab nur Pose... Nee, leider nicht. Ach komm, Joanna. Du hast dich so gut geschlagen. Ja gut, das können wir hinnehmen. There is a great horror beneath the manor. A crawling chaos that must be destroyed. It must be destroyed. Oh, unsere Liste ist voll, ne? Ist natürlich doof. Aber wir haben eh zurzeit nichts hier.
was uns... Ansonsten könnten wir immer noch hier na, die Heldenunterkünfte erweitern. Aber dann fehlt uns wieder hier sowas, was wir vielleicht irgendwo anders brauchen, ne? Hm. Tja, dann könnten wir mal so einen Dreier angehen vielleicht, ne? Mit Joanna? Ah ne, dann die Valkyrie. Joanna. So, wir brauchen auf alle Fälle Joanna im Kloster. Ey! Mist. Achso, die Bußkammer. Ja, Joanna, du musst in die Bußkammer. Ich sag's nicht gerne, weil der Idiot hier... Der Idiot muss natürlich hier sein. Das ist teuer, die Bußkammer. Wo soll's? Oh! Ah! Au! Oh, Joanna, tut mir leid. Tut mir echt leid. So, nee. Valkyrie, die seufzt sich natürlich einen an. Oh, der kommt nicht mehr raus, ja. Ganz vergessen. Mit Fang... Fang ist... Ne? Fang ist also... Können wir vergessen. So, wen bräuchten wir noch? Max. Ja, Max müssen wir noch irgendwie verarzten. Oh, der geht nirgends hin. Vielleicht hier irgendwie, Max? Ah, schade. Schade, Max. Hm. Ja, das ist schlecht. So, schauen wir mal hier kurz rein. Oh, plus 30 erhaltene Heilung. Würde ich gern ihm hier geben. Oder plus 30 erhaltene Heilung. Vielleicht aber auch Gandalf. Ist schwierig zu sagen. Vielleicht aber auch Max, um ehrlich zu sein. Der unheilige Säufer. Dann kriegt er jede Menge Heilung. Ach nee, halt, das ist nur Aussätzige. Haben wir nicht irgendwo einen Aussätzigen bei der Heldentruppe hier gehabt? Tatsächlich. Wartet mal, haben wir noch? Wir haben noch. Ja, weil wir dieses 8 haben, ne? Wo wollten wir das einsetzen eigentlich? Bei Schmied, glaube ich, oder? Waffenstufe 3. Oh, 26! Boah, da sind wir aber weit davon entfernt. Boah, da sind wir echt weit davon entfernt. Bei der Schmiede. Was haben wir noch? Gilde. 15. Verringert aber die Ausbildungskosten. Ja. Jetzt nix. Und da hätten wir trotzdem noch 8. Okay, dann erweitern wir unsere Heldengasse. Wartet mal, das... Ja, da will ja niemand rein ins Portell. Dann brauchen wir es auch nicht zu erweitern, ne? So, aber wir wollten das hier. Wollten wir erweitern. Noch. More arrive, foolishly seeking fortune and glory in this so. Domain of the damned. Ja, ja. Mein Freund. Ja, ja, ja. So, du bekommst was von uns. Nämlich hier einen Armreif. So, was haben wir hier noch? Ja. Ist immer so ein Problem. Ich weiß immer nicht, was ich damit mache. Weg damit. Ja, das weiß ich eben auch nicht. Der ist sehr selten, ne? Aber der hat immerhin minus 15% Schaden. Aber wenn es minus 15% Schaden, dann wäre doch für dich wie gemacht. Oder? Oh, 3750. Was soll's, ne? Ich sag mal so, was soll's? Trainer, das bekommst du als Belohnung für deine Mühen. Haben wir noch irgendwas? Ach so. Ja, den Kopfgeldjäger und die Grabräuberin. Okay. Okay, also können wir nichts weiter verkaufen. Sehe ich eventuell ein. So, in der Schmiede.
Wollen wir schauen. Also Phantom. Ja. Stufe 2. Achso, du bist keine Stufe. Ja, warum bist du keine Stufe 2? Joanna kann nicht. Gandalf, mal schauen. Ja. Warum nicht? Valkyrie? Achso, du bist im Dings. Ja, aber Xenia, du bekommst auf alle Fälle. Ja, und du bekommst auf alle Fälle auch. Ach nee, du bekommst nicht, weil du noch gar nicht kannst. Ja, dann war es das, oder? Ach nee, halt, wir haben noch was vergessen. Ja, ich geh nochmal rein. Nee, ja, das verstehe ich. Maxi, ja, das verstehe ich auch. Ja, und Phantom haben wir. Hm. So, gehen wir nochmal in die Kampffähigkeiten rein. Nee, dann, das ist hier Quatsch. Maxi-Boy. Hm. Maxi-Boy. Ja, wen nehmen wir denn jetzt mit? Gandalf zum Beispiel, ne? Deswegen können wir mal hier diese Verletzlichkeit erhöhen. Und was ist das hier? Was haben wir denn eigentlich dabei? Gandalf. Wir haben diese ganzen whatever. Diese ganzen Schlutzelputzels haben wir dabei, ne? Diese ganzen Schlutzelputzel, ja, die machen wir mal. Sind wir mal nicht geizig und machen die mal. So. Xenia. Auf alle Fälle. Betäuben weiß ich nicht. Was ist da hier noch? Adrenalinschub. Ja. Das hier gefällt mir ganz gut. Ja, beim Betäuben würde ich es auch gerne nochmal. Das lassen wir mal noch. Und sparen mal ein bisschen für schlechtere Zeiten, ne? So, und dann sage ich ciao, ciao.